Sie sind dann 1976 aus der SED ausgeschlossen worden. Warum? Naja, ich habe ja eine defizitäre Jugend gehabt, ja, und Kindheit vor allem. Und bin auch jemand, der zwei Berufe gelernt hat und habe immer Geborgenheit gesucht, Harmonie gesucht. Ja? Also die Zeit im Kinderheim und die Zeit bei meinen Verwandten haben mich, glaube ich, sehr nicht negativ geprägt, sondern ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste ein Zuhause haben. Ich habe das in der Ehe gesucht, ja, nicht? Also ich habe sehr früh geheiratet, ja, mit 21 Jahren. Diese Geborgenheit, ja, nicht? Und habe die natürlich als Mensch, der aktiv und agil nach allen Seiten war, in der Politik auch gesucht und habe dann nach einer zweijährigen Kandidatur, ich musste 2 Jahre Kandidat der SED sein, weil ich ja diese Republikfluchtversuch hatte, ja, 2 Bürgen für mich stimmten, dass ich dort Mitglied werde. Dann bin ich Mitglied geworden und war ich natürlich gleich, ich habe das richtig gut gemacht, ja, nicht? Ich wurde dann Funktionär, ich wurde sogar bedeutend. Ich habe nach Leuna ein Thälmann-Banner gebracht. Ein Thälmann-Banner war nach den Stalin-Bannern von 1951, die Weltfestspiele 1951, 1973. 1973 war ich dann derjenige, der vom Roten Leuna auserkoren wurde, bei Honecker, Hager und Mittag sitzen zu dürfen und dieses Banner entgegennehmen zu dürfen. Das habe ich auch toll gemacht. Also ich war immer pfiffig und findig. Da kam mir dann meine Kindheit eigentlich wieder gut zu Pass. Ja. Aber ich hatte ja natürlich dieses, was man Lauterbarkeit nennt, dieses, oder sage ich mal so, das Herz auf der Zunge tragen oder das Erzählen, was ich denke. Das hat mein Vater mir beigebracht. Der hat unnachgiebig auf Wahrheit geachtet. Ja. Und ich habe natürlich die Dinge dann auch so benannt, wie sie sind. Und dann gab es dann irgendwo, das 73 hatte ich da diese absolute Höhepunkte gehabt in der Politik, in der Karriere. Ich habe auch Parteischulen besucht mit Auszeichnungen und sowas. Und ich kam dann nicht mehr klar mit dieser, dass man zum Beispiel Mitgliedsgelder zu Solidaritätsgelder oder umgekehrt gemacht hat, dass man Statistiken fälschte, dass die Dinge, wie sie gesagt worden sind. Also wir haben das neue Deutschland mit roten, also mit Stiften durchgearbeitet, haben diese Weisheit des Politbüros sozusagen eingesogen und geschlürft und gefressen. Wir haben das auch auf Abruf unseren Jugendlichen wieder erzählen müssen, vielleicht auch wollen. Aber es hat sich immer mehr Wirklichkeit und das klaffte immer und Anspruch, das ging immer weiter auseinander. Also die DDR war schon in den 70er Jahren eigentlich von der Psychologie her ein Stückchen kaputt. Und ich war sehr gut zu gebrauchen, sage ich mal, solange ich reinpasste und solange ich beherzt war und die Sache nach vorne getrieben habe. Und dann gab es eine Gelegenheit, wo Sie dann eben... Ja, es kam nur mehr Zweifel, ja, und das summiert sich dann im Unterbewussten und irgendwann gab es dann eine öffentliche Konferenz oder es gab eine Wahl und da gab es auch eine Versammlung, wo ich auch sagte, Leute, das sieht ein bisschen anders aus. Da wurde gleich gesagt, du guckst vor Westfernsehen, ja. Und das durfte man nicht zugeben, sonst war man als Funktionär gar nicht tragbar, sondern ja, das habe ich mir so gedacht. Was denkst du denn dir überhaupt? Was ist in deinem Kopf los? Bei dir stimmt was nicht, Genosse. So ging das los, ja. Und irgendwann gab es da eine Kontroverse, da ging es um die Politik der israelischen, die israelische Außenpolitik und sowas. Und das haben meine Jugendlichen anders gesehen. Das haben ja alle Westfernsehen geschaut, ja, anders gesehen. Ich habe es auch anders gesehen. Ich habe gesagt, Leute, es ist eigentlich völlig anders. Wir müssten mal darüber offen sprechen. Daraufhin habe ich eine Rüge bekommen. Das war eine ziemlich schlimme Sache, so eine Rüge als Genosse zu bekommen. Und irgendwann gab es mal eine Wahlversammlung in Leuna und da gab es so einen heftigen Disput, ja, zwischen Wiederwahl und Nichtwiederwahl. Und da bin ich aufgestanden und habe das Parteidokument zerreißen wollen. Das konnte man gar nicht. Hatte so eine gummierte Hülle gehabt und dann habe ich da drinnen rumgefetzt, ja. Und das war sehr schlimm. Das habe ich dann gespürt, wie schlimm das war an der Atemlosigkeit, an der Betroffenheit.